Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja. Oh, nee, wollte ich gar nicht anklicken. Habe ich aber. Wir haben hier. Oh ja, jede Menge zu bauen, ne? Gold, Nickel wollten wir hier bauen. Gut, okay, dann sind wir da dabei. Das gerade alles hier ein bisschen umzusetzen. Und dann kriegen wir auch ein bisschen die Taschenlehrer wieder hier. Auf geht's. Habe ich schon Lampen gesetzt? Da noch nicht? Nein, gut, das muss man auch noch machen. Gut, meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Ich hoffe, ihr hört es nicht so doll oder nicht so schlimm. Aber ich habe irgendwas, muss ich gemacht haben, was meine Stimme kaputt gemacht hat. Beziehungsweise, was ich, wo ich dauerhaft so ein bisschen Halsschmerzen jetzt hatte. Ich habe das jetzt so eine Woche lang gehabt. Keine Ahnung. Ich schmecke immer noch was. Ich habe das eigentlich fast immer, wenn ich von meinen Eltern bin. Und da war ich ja nun in meinem Urlaub. Kurz, beziehungsweise, naja, eine ganze Woche war ich da jetzt. Ich bin jetzt auch wieder zurück, aber ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht alle Videokommentare ausgewertet, geguckt, angeguckt, gesehen. Bitte verzeiht mir dieses hier für diese Folge noch. Ich versuche das heute im Laufe des Abends hinzubekommen, dass ich mir da die Zeit nehme dafür, das wirklich durchzulesen, was ihr mir alles so geschrieben habt und welche baulichen Probleme, Mängel, Fehler ich begangen habe. Ja, genau so. Und ja, ansonsten, naja, wisst ihr ja, wie immer, ne? Kritik üben, sagen, Mensch, ins Kind, das hättest du aber schöner machen können, das hättest du besser machen können. Ja, alles kein Problem. So, gut, dann haben wir das jetzt aber erstmal hier mal schon mal ganz schnell aufgebaut. Das fand ich schon mal ganz gut. Geht ja vorwärts. Vielleicht auch mit neuem Elan und neuen Ideen. Das werden wir dann alles noch sehen. Was wir jetzt hier dann noch alles für Flüssigkeiten brauchen und welche wir eventuell noch wieder abgeben müssen. Früher oder später. Jetzt verschwindet erstmal jede Menge Flüssigkeit, glaube ich, in diesen Fässern oder in diesen Rohren hier, ne? Da passt ja auch einiges an Flüssigkeit rein. Ach, guck mal, da habe ich mich mit verbaut. Naja, kennen wir ja. So. Zack. Einmal so mit der Flüssigkeit. Und dann hier auch die Flüssigkeit hochziehen. Und ich glaube, ich habe nicht mehr genügend von den Dingsens hier, ne? Von diesen Kristallisieren. Doch, das dürfte reichen. Doch, das dürfte reichen. So, dann machen wir da nochmal ein unterirdisches hin. So. Und dann wollen wir die nochmal gleich setzen hier. So, dann bauen wir hier mal alles fein säuberlich hin. Habe ich jetzt eigentlich schon oben die. Doch, die habe ich schon gebaut, ne? So. Da noch eine Reihe hoch. Ja, dann müssen wir natürlich noch ein bisschen nach da gehen hier, damit wir alle Materialien hier haben, die wir brauchen, aber. Wird schon schief gehen. So. Theoretisch könnte man ja Nickel bis zu den Dings machen. Und daneben könnte man eigentlich auch so einen Zweierblock machen mit Eisen, dass wir dann ganz viel Stahl machen können, ne? Weiß nicht, wo ich. Nickelplatten brauchte ich ein paar, ne? Na, das müssen wir dann mal gucken. War aber jetzt nicht so extrem, wie viel man davon brauchte. So, jetzt ist natürlich interessant, ne? Hier, das sieht immer ganz gut aus. Hier kommen wir mal zur Mitte führen, links, rechts, ne? Ja, da. Da müssen wir uns was aussuchen. Beziehungsweise eigentlich habe ich das nur für zwei davor gebaut in meinem Dings hier drin. Oh, was ist das denn hier? Was neu? Neu, ne? Ah, das ist der Titel unten drunter jetzt. Okay. Na gut, okay. Dann machen wir hier das davor. Jetzt habe ich das so hoch angesetzt. Na toll. Super, läuft. Sehr gut. Tiny macht. So hoch angesetzt. So, das kann man ja eigentlich. Ich kann das ja auch alles. Kann das ja auch alles sozusagen ausschneiden. Geht ja auch, habt ihr ja gesagt, ne? Also Steuerung. Das habe ich schon gelesen. Steuerung C, Steuerung V und so weiter und so fort. Also erstens benutzen. Einfach einmal drücken, loslassen, ziehen. Ne? Wenn ich das richtig hier. Steuerung C drücken. So, ne? Dann hat man das. Gut, cool. So, und Steuerung V wäre dann einfach einfügen. Ach, dann ist das noch drin im Zwischenspeicher, okay. Und dann gibt es noch Steuerung X für ausschneiden. Cool. Die Möglichkeit besteht, glaube ich, auch noch, dass man das machen kann. Das, dann spart man wohl diese Slots für. Ups, das ist das Falsche. Ist so mal dran, ja? Da sitzt du mal dran. So, ja, was mache ich da vorne? Die große Frage.
einen schönen Teil von wegnehmen einfach. Das brauchen wir nicht hier. So. Jetzt müssen wir bloß hier gucken, dass das sauber damit ranläuft. So. Dann sollte das Problem eigentlich Moment. Läuft da dran. Okay. Sah mir jetzt so aus, als wenn da ein Fehler im Bau wäre. Ja, auf der Seite. Weil hier, ne, das macht einen Haken so nach oben. Den soll er da gar nicht machen. So. Okay, aber egal. Haben wir ja gesehen. So, dann können wir das hier noch gerade machen. Und dann müssen wir da mal gucken. Ne, der steht noch nicht im Bauplan drin. Sehr gut. Weiter geht's. So, aber hier geht's. Achso, Strom habe ich schon gesetzt. Lampignons wollte ich jetzt setzen. An jeder zweiten. Ah, Mist, haben wir den Dings überbaut. Neben zweiten Turm hier, damit wir ein bisschen mehr Licht haben hier beim Bauen. Baustrahler aufsetzen. So. Ja, wie gesagt, eine Woche jetzt komplette Abstinenz von Computern. Also wirklich auch Abstinenz, also so richtig gar nicht ein Stück dran da mal geguckt oder so. Ich glaube, ich habe einmal am Handy habe ich nachgeguckt, wie es jetzt gerade aussieht, also welche Kommentare kamen oder beziehungsweise ja, da, ich glaube, da habe ich dann ganz kurz zwei, drei Kommentare gesehen und ich glaube auch einen geliked bei, aber ich weiß, kommt ein anderes Let's Play. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Aber soweit bin ich da quasi wirklich dann Abstinenz vom Computer gewesen und das ist wirklich gut gewesen. Also ich habe mich dann wirklich mal erholt von diesen ganzen Ewigkeiten auf Monitoren gucken. Gut, am Handy habe ich ein bisschen gedattelt, das muss ich zugeben. Also wirklich am Handy war ich schon aktiv, auch beim Datteln noch dabei. Hab ja eher so Idle Games immer mal wieder kurz angemacht und dann mal kurz reingeguckt. Und dann die quasi dann, ja, wieder neu angeklickt, dass sie dann ein bisschen was machen können, irgendwas weiter gebaut. Und dann war es das auch. Also wirklich nicht viel, habe sehr, sehr viel Zeit quasi an der frischen Luft verbracht. Wahrscheinlich ist deswegen auch die Stimme einfach ein Arsch, ne? Weil zu viel frische Luft, zu viel Sauerstoff gekriegt, das war nicht gut. Also könnte sein, ich bin da nur am Vermuten, am wilden Vermuten, aber ja, die Vermutung liegt nahe, ne? Weil das ist ja das Einzige, was quasi anders war als sonst, ne? Sonst bin ich ja wirklich dann, ne, vom Büro aus mal kurz mit dem Auto nach Hause und dann maximal noch vielleicht eventuell mit einer Kollegin mal zu Fuß gehen, die auf dem Weg mit wohnt. Aber das ist dann auch alles, was ich mir an freier Luft bewege. Und jetzt habe ich hier sehr, sehr viel Freizeit an der Luft verbracht und habe sehr, sehr viel auch gearbeitet an freier Luft. Wir haben nämlich das Dach neu gemacht vom Schuppen, vom Geräte- und Unterstellschuppen für Werkzeuge und ähnliches. Und na, das ehemalige Garage war das. War halt mal was anderes, ne? War halt wirklich mal eine andere Arbeit, die man sonst so gar nicht macht. Und das Ungewohnte war halt, dass ich dann wirklich einen halben Tag, war das glaube ich 4 Stunden? Ja, vier oder 6 Stunden auf Knien zugebracht habe, während wir die Platten verschraubt haben. Und ich muss ehrlich sagen, nein, das ist nichts für so eine zarte Informatiker-Knie. Das hat nicht funktioniert. Das tat richtig weh am nächsten Tag. Also da war ich wirklich komplett einmal lost und durch. Aber das ist halt so, ne? Wenn man es nicht gewohnt ist. Das ist wirklich eine Sache wahrscheinlich von Gewöhnung, weil ich weiß ja nicht, welche Berufe ihr so habt, aber wenn man jetzt vom Beruf her irgendwie im Handwerk halt tätig ist, dann merkt man das gar nicht so, glaube ich, dass das so auf die Knochen geht, weil man es halt einfach gewohnt ist, ne? Und deswegen sage ich immer wieder, danke, dass ich meinen Beruf, den ich jetzt habe, so machen kann, wie ich ihn ausübe und machen kann und so. Das ist wirklich, ist schon ein Geschenk, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe damals bei der, gab ja mal, weiß nicht, ob ihr das auch hattet, in der Zeit der Berufsfindung oder der Berufswahl, gibt es ja immer solche Informationsveranstaltungen von der BA, Bundesanstalt für Arbeit. Und da gab es bei uns dann auch so ein Fragebogen, den man ausfüllen durfte,
So nach dem Motto, wie möchtest du arbeiten, wo möchtest du mal arbeiten und alles solche Sachen. Und dann muss ich dazu sagen, da ist eine Techniklehrerin, die hat, also das Fach hieß Technik, in dem wir das gemacht haben. Die hatte überhaupt gar keine Ahnung, aber gut, das ist was anderes. Aber die hat mir dann da mal irgendwie an den Kopf geworfen, aus dir wird ja sowieso nichts. Das fand ich schon als Lehrerin ganz schön fies. So sowas sagt man standardmäßig nicht zu einem Schüler, den man hat, aber gut. Sie war der Meinung. Könnte man mal zu Rate ziehen, wo ihre Kinder abgewiesen sind. Ah, ist egal. Das wollen wir nicht näher thematisieren. Aber gut. Nee, aber da war, das war schon interessant. Und auf jeden Fall gab es da so einen Fragebogen nach dem Motto, wo möchtest du arbeiten und so. Und da habe ich dann ganz oben angekreuzt. Nicht draußen. Das war wirklich das, was ich ganz oben angekreuzt habe. Möchte nicht draußen arbeiten, weil ich das einfach, möchte ich nicht. Das ist so ein Arbeitsfeld. Nee, nee. Nur nicht, alles nur nicht draußen. Nicht in der freien Natur. Auch was andere natürlich komplett anders sehen, wo sie alle sagen so, hey Mensch, draußen an der frischen Luft arbeiten. Das ist so toll. Man sieht erstens was draußen passiert. Interagiert mit der Umwelt und so. Nee, das ist nichts für mich, ne? Das muss ich offen und ehrlich zugeben. Das ist nichts für mich und wie gesagt, also wenn ihr das macht, größten Respekt an euch, dass ihr das so schön macht und so gut und wirklich auch so viel und das hier, was habe ich denn da gebaut jetzt? Weil einer muss es ja machen. Erstens das, zweitens ihr will es nicht machen und wenn ihr das denn gerne macht und so. Sehr schön. Also gibt jemanden, den man kennt, auch aus dem Internet, der sagt immer, schaffe es, dass dein Hobby quasi dein Beruf wird, weil dann musst du nie wieder einen Tag zur Arbeit gehen. Oder ich weiß gar nicht, war das jemand, der aus dem Internet, der das gesagt hat? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Aber mache dein Hobby zum Beruf, so musst du nie mehr zur Arbeit gehen. Und im Groben habe ich das ja geschafft und das ist das. Und das freut mich auch tierisch, dass ich das geschafft habe, weil, naja. Ist halt auch nicht, gelingt halt nicht jedem, ne? Bei manchen, die müssen dann wirklich manchmal Jobs machen, die sie dann halt eben wirklich machen müssen. Und nicht, weil sie sie machen wollen. Ja. Aber das liegt nicht zwingend daran, dass man vielleicht in der Schule besser aufpassen sollte oder sonst irgendwas. Glaube ich mal gar nicht. Also ich glaube, jeder, der seine Ziele selbst so ein bisschen, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich wirklich, und vermag ich mir auch nicht anzumaßen. Für all die Leute, die vielleicht in Berufen feststecken, wo sie halt nicht den maximalen Spaß dabei haben oder wo sie nicht sagen, so, das würde ich auch in meiner Freizeit machen. Ich glaube, da gibt es auch zu viele andere Faktoren, die da reinspielen. Wenn ich sehe, mein Werdegang alleine, dass ich durch mehrere verschiedene Berufe durchgegangen bin und jetzt nicht so intensiv, aber doch durchaus schon unterschiedliche Berufe mal angefangen hatte. Oder, naja gut, nein, das ist ja gut, was ich angefangen habe, ich meistens noch beendet, aber das ist was anderes. Ach ja, guck. Ah ja, das muss Filament, okay. Ich wollte gerade sagen, so viel Aluminiummaschinen hergestellt, aber. Also, ja, da gibt es so Möglichkeiten, Mittel und Wege. Die sehen nicht zwingend schön aus manchmal. So, ich nehme das hier noch einmal mit, um das da unten reinzuschmeißen. Eigentlich könnte ich das jetzt abreißen, aber das brauche ich ja wirklich nicht mehr, weil das Gold-Erz, was ich habe, unten, das sollte reichen. Nickel stellen wir nachher da hinten professionell her. Und Aluminium stellen wir schon professionell her. Dann geht es wirklich bloß noch um das reine Gold. Und da müssten wir genügend von haben, dass wir alles andere hergestellt bekommen. So, ich will jetzt gerade Teilerfließbänder übrigens holen. Also da bin ich jetzt auf dem Weg zu, dass ich mir die machen kann. Und dazu brauche ich aber einiges an Materialien. Da brauche ich Kupfer, Eisenplatten und Zink zu. Warte mal, das muss ich mir hier sogar vom Band nehmen. Damit das was wird. So, wie sieht es mit dem Strom aus? Sieht sehr gut aus. So, hier könnte ich nochmal die 400 Förderbänder mitnehmen. Ja, das mache ich auch. Die brauche ich auch. So. 8 Zinkplatten, ein so ein Teil. Also brauche ich noch ein paar mehr von. Na gut. Dann nehmen wir uns noch ein paar von ab.
Interessant fand ich auch einen Kommentar noch, da muss ich auch sagen, den fand ich wirklich gut, in Bezug zu den Gerummel und Gebrummel hier im Hintergrund mit der Bohrmaschine und so weiter, dass man da bloß Fantasie braucht und dann eventuell da was ganz anderes drin sieht. Den fand ich sehr schön. Da habe ich mich auch köstlich, also nicht amüsiert drüber, nein, ich habe da mich sehr gefreut drüber, dass das auch so gesehen werden kann oder so gesehen wird. Und dass da nicht dann, dann geht's gemacht, ja. Warte, was brauche ich jetzt noch wieder? Was brauche ich denn da überhaupt? Platten. Dann müsste ich hier ja noch ein paar im Inventar haben, ne? Machen wir ein paar Stück davon. So, dann haben wir erst wieder welche. Die sollte ich auch. Habe ich die noch nicht oben drin? Die Teiler? Ne, habe ich nicht. Unterirdische habe ich schon, aber Teiler. Die müsste ich noch dahinter machen. So. Und hier mal die Greifarme, die habe ich schon, ja, okay, gut. Die Teile müsste ich dann noch dahinter bauen, dann mal früher später, damit wir die dann auch automatisch kriegen. Guck mal, da müssten ja alle Materialien zu da sein und deswegen sind ja auch die Steine da oben. Gut. Ja. Ich bin immer ein bisschen irritiert, nach jedem Patch ist der Sound vom Spiel anders. Woran das liegt, weiß ich nicht. Also da müsste dann auch mal wieder gesagt werden, wenn das Spiel jetzt zu laut, so die Musik zu laut ist. Die Musik ist auf den alten Stand, wie sonst auch, also auf 25% quasi gepegelt. Das sollte ich locker überschreiten, aber es kann natürlich sein, dadurch, dass ich mit meiner Stimme jetzt gerade... Eigentlich wollte ich doch die roten Dinger hier irgendwo reinschmeißen. Mann, bin ich schon wieder durcheinander. Ich kann nicht aushalten. Ah, hier können wir schon wieder Zinn mitnehmen, ja. Dann kann ich ja... Ja, dann schmeiße ich mir die roten Dinger da rein, nehme ich das und da mit hin, dann können wir da noch die... Dann können wir das hier hinten auch abreißen, glaube ich. Das brauchen wir dann ja auch nicht mehr. So. Und eigentlich könnte ich jetzt schon direkt die roten Bollos an. Ich glaube, die Überstation brauche ich hier schon selbst gar nicht mehr, weil ich die roten Bollos ja schon lassen habe. Aber egal. So, pappen wir das da rein. Können wir den hier hochnehmen. Den da wegnehmen. Das hier alles weg. Braucht keiner mehr. So. Huge. Hier stand... Oh, das ist ja auch schon gar nicht mehr so leer. So, und dann können wir jetzt hier nochmal einmal... den Zink da rein mit wegorganisieren, das mit wegorganisieren und dann müssen wir das ganze Blei mal wegorganisieren. Gut, dann organisieren wir das ganze Blei noch mit weg. Na gut. Ich weiß nicht, ob ich alles oben unterkriege, aber da müssen wir nochmal eine Kiste daneben stellen, dass das dann da einfach mit wegkommt. Das ganze schöne Bleigelöt. Und Gedödel. Gekrösel. So. Hier machen wir dann quasi das erstmal mit rein. Wie viel haben wir da oben? Kann ich alle mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Liegt aber an 100 Holz, die ich noch in der Tasche habe von meiner Exkursion. Wo ich das Holz mache, eigentlich hier, ne? Ich will hier noch ein bisschen Holz nachlegen. Habe ich noch irgendwas von meiner Exkursion, was ich nicht mehr brauche? Ah ja, hier die Steine kann ich noch da oben loswerden in der Sandproduktion. Ja, also wie gesagt, mein Urlaub ist jetzt erstmal wieder zu Ende. Ich werde... hoffentlich nachkommen bei den ganzen Kommentaren und all dem, was ihr mir schön schreibt. Da hoffe ich jetzt drauf, dass ich das schaffe. Weil mir das persönlich ist mir das natürlich auch wichtig. Ich möchte dann natürlich dann auch up to date bleiben mit dem Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon eine neue Version von dem Modpack gibt. Ich weiß, dass die neueste Version von Factorio läuft auf jeden Fall mit dem alten. Da muss ich auch nochmal nachgucken. Das werde ich euch dann aber spätestens, wenn es passiert, mitteilen oder zeigen und sagen, damit wir da einen Stand haben quasi, beziehungsweise dass wir da mal aktuell sind. Denn der Komplett-Release rückt ja auch immer näher, das muss man ja auch dazu sagen, der Komplett-Release von Factorio kommt einmal stückchenweise näher. 1, 2 und die Hälfte davon. Zack, den Rest schmeißen wir da rein und noch Stahl von oben holen. So, dann holen wir mal eine Kippe Stahl hier raus. Schmeißen wir hier mit rein. Dann holen wir da oben aus der anderen Kippe noch ein bisschen Stahl raus, damit der auch produzieren kann. Zack, so. Und dann bringen wir das Blei noch unter und dann war es das auch für heute erstmal wieder. Wie gesagt, die Folgen werden jetzt wahrscheinlich anfänglich auch alles noch ein bisschen, wo ich mehr darauf achte, dass es 20 Minuten werden. Dass ich das nicht immer einhalte, wisst ihr auch. Oder nicht, einfach auch nicht einhalten kann, weil ich
dann wieder mich verquassel und viel zu viel Zeug mache und viel zu viel dummes Zeug auch erzähle. Da hoffe ich einfach mal drauf, dass jeder, ja, was heißt, ich hoffe drauf, nee, ich glaube einfach, dass ihr da auch das nötige Verständnis dafür habt, um das nachzuvollziehen, warum, wieso, weshalb. So, gut, das bin ich losgeworden, das bin ich losgeworden, das rote gekröselte, das kann ich hier loswerden. So, die Steine, na gut, da habe ich jetzt so 8 Stück in der Tasche, da kann man immer mal gebrauchen. Brauche ich hier, kann ich die loswerden und die anderen 48 werde ich da drüben los und dann bin ich in Scheiß erstmal aus den Taschen raus. So, sehr schön, gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wir bauen das nächste Mal weiterhin an dem Projekt hier hinten weiter. Ich habe jetzt erstmal die Teile noch gemacht. Wir müssen, glaube ich, noch Washing Plants machen. Und die Leaching Plants habe ich ja noch nicht. Da müssen wir erst zu forschen. Aber den Platz müssen wir halt frei halten. Guck mal, da sind zwei. Ich habe gar keinen Strom. Wo ist denn das für ein Bauplan? Der ist ja fehlerhaft, nicht noch eins. Das geht so nicht. Meine Damen, meine Herren. Da ist ein Fehler im Bauplan. Der ist so nicht zu akzeptieren. So. Gut. Okay. Ah ja, das war die Glasbude hier, ne? Glas haben wir ja auch schon eine Kiste so ein bisschen immer daneben gelegt, wenn wir Glas mal so brauchen für irgendwelche Produktion. Aber ich glaube, dass auch ich jetzt selbst, wenn ich jetzt eine Hosentasche herstelle, relativ selten das Glas. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich es brauchte, aber ne, was nicht ist, kann ja immer noch werden. So, dann setzen wir die jetzt so schnell noch rein hier. So viel Zeit ist noch und verabschieden uns währenddessen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal diesen groben Unterbau hier durch für Zink, nee, für Nickel und Goldproduktion. Bis dann. Tschüss.